Geize nicht mit der Zeit, fern von mir. Auch in der Trennung füllt deine Liebe mich aus. Liebe. Das ist nicht Nahsein zwischen Nachtmahl und Frühstück. Zärtlichkeiten und Lust sind der Liebe zu wenig. 1000 Stunden Gemeinsamkeit machen die Liebe nicht satt. Liebe erfüllt sich im Mühen, die Welt zu verbessern. Liebe erfüllt sich im Streben, einander wert zu sein. Helmut Preisler. Wir leben in einer Zeit ohne Hoffnung. Menschen versuchen verzweifelt, an etwas zu glauben. Sie strömen zu den neuen Gurus. Zu einem Unglück sind selbst intelligente Menschen mit großem Wissen nicht gegen primitive Formen von Spiritualität gefeit. Der leidenschaftliche, fanatische Glaube an Ideen und Führer, gleich welche, ist Götzendienst. Er entsteht aus einem Mangel an Mitte, an innerer Aktivität, an Sein. Das Gleiche gilt für die große Liebe. Sie wird zum Götzendienst, wenn jemand glaubt, dass der Besitz eines anderen Menschen ihm die Antwort auf sein Leben gibt, ihm Gewissheit schenkt, zu seinem Gott wird. Die Liebe zu einer Idee oder zu einem Menschen, die frei von Götzendienst ist, ist still, nicht schrill. Sie ist ruhig, tief. Sie wird jeden Augenblick geboren, aber sie ist kein Rausch. Sie ist keine Trunkenheit, sie führt nicht zur Selbstvergessenheit, sondern sie erwächst aus der Überwindung des eigenen Ego. Erich Fromm. Dieses Jahr, diese Zeit, in der wir leben, mögen echt verrückt sein. Aber wir haben uns, und es ist immer noch Sommer. Bis zum nächsten Mal. Deine Susi. Thank you.